Nee, brauche ich nicht. Gleichfalls. Jo Leute, was geht ab? Motorfluss Bag am Start mit einem neuen Video. Heute ein komplett anderes Video. Wie ihr gerade gesehen habt, ich war gerade ein bisschen Kleinkram holen. Und zwar fahre ich jetzt zum guten Bike Life, zum Stefan. Oh, Tuner Roller, Mama Willy. Fahre ich jetzt zum Stefan. Und der hat noch, eine auseinandergebaute Booster. Und ich habe ihm so geschrieben, so ey, lass die mal aufbauen, ey, mir ist so langweilig. Und wir haben ja beide unendlich viele Teile jetzt mittlerweile wieder gefühlt nach dem Containerbrand. Und, boah, Digga, es ist so windig. Nach dem Containerbrand haben wir jetzt wieder so viele Teile und dann bin ich bei mir in den Keller gegangen, habe ein paar Teile zusammengesucht. Und jetzt bauen wir einfach uns eine Booster als Spothure. Einfach so halt komplett random. Ich habe jetzt noch eine Downy-Aufnahme dabei, einen Lenker, einen Vergaser, Kupplung, Gegendruckfeder. Alles mögliche habe ich jetzt noch dabei. Und genau, das werde ich jetzt ein bisschen filmen. Zu dem Moped hier gibt es irgendwann später nochmal was. Ne? Momentan kommen ein bisschen weniger Videos, weil ich kann aktuell keine Wheelies machen. Nicht, weil ich es nicht will, sondern weil mein Arsch so unfassbar weh tut. Ich blende euch mal kurz eine Szene ein, weswegen. Ich muss hier rein. Genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich beim Stefan wieder. Ich muss jetzt nochmal einkaufen. So, nun sind wir angekommen. Eben habt ihr im Video gesehen, wie ich hier so ein paar Sachen geholt habe. Wir bauen jetzt hier die Booster auf, die gute. Die gute, Junge. Wir bauen die richtig ranzig zusammen. Wir haben noch einen DR70, wir haben hier den einen der abgebrannten Motoren aus dem Container. Jeremy, tut mir leid, falls du das Video siehst. Wir werden das Ding jetzt auf komplett wen juckt's zusammenbauen mit einem 17,5er Vergaser und Downy-Aufnahmen und allem möglichen. Gucken, wie weit wir kommen. Wir hoffen, dass wir das Ding heute noch rennen sehen. Wir haben jetzt 17.41 Uhr. Geil, Aerox, Mann. So, jetzt machen wir den Kolbenclip raus. Ich weiß noch nie, wo er anfängt. Ach, der hat so seine Fresse, scheiß GoPro. Hm? Man hat so seine Fresse gesehen. Scheiße. Ich schwöre, ich hasse C-Clips, ne? Der Kolben ist eh gebumst, Alter. Soll ich mal probieren? Viel Spaß, tu dir keinen Zwang an. Okay. Zeig mal, ja, hier. Was ist der Bolzen so lose da drin? Weiß ich nicht. Hä? Warte mal. Den kriegen wir so raus. Mit Hass? Mit richtig Hass, Junge. Kriegst du gefilmt? Ich muss mal gucken hier. So gut für die KW ist. Nö. Siehst du das, wie locker? Ja, ja. Warte mal. Jetzt zeigen wir euch, wenn der Clip draußen ist. So, wir haben jetzt den C-Clips rausbekommen. Wer auch immer C-Clips verbaut, ist ein. Ne? Ihr wisst schon. Da kühlt das Ding. So. Haben wir den kaputten Kolben draußen? Ja. Ja. Oh mein Gott!
Alter. Digga. Mindestens eine reißt doch ab oder geht rund. Blockspalten, let's go. Na, von der Seite. Mach da ein bisschen Mutter drauf, wenn wir irgendwo einen haben. Ja. Wie steht? Okay. Passt die? Ja. Ja, reicht dafür. Dieser Block hier ist übrigens aus der blauen Booster, die wir hatten. Die kennt ihr bestimmt aus dem Niederzissen-Video. Das einzigste Video. Das einzigste Video, die war, wie lang war die bei uns? Monat. 4 Wochen oder so? Ja. Bis sie abgebrannt ist. Jetzt wieder ab. So. Lol, jetzt warte. Ja, versuch mal die Mutter erstmal abzu. Egal was wir hier tun, macht es am besten nicht genau. Ich wollte es eigentlich auch gesagt haben, Digga, das ist so dumm, was wir hier tun. Aber uns ist das halt auch egal. So. Ja, richtig. Also, was mit dem, wenn jetzt irgendwas kaputt gehen würde oder so. Dann ist halt so, dann gucken wir. Ja. Dann geht es dann anders weiter. Ja, hier, ne, ist ein bisschen, ich glaube, ja, die Mutter ist ein bisschen, hat sich hier aufgelöst. Ja, ist egal. Ja. Gut, mach mal weiter. Auf hier schießen, ne? Ja, auseinander dir. So. Und hat es gelohnt, das aufzumachen? Ja. Wie sehen die Lager aus? Ja, sauber machen und fertig. Ja, sauber machen, fertig. Der Block sollte aufgespindelt sein, weil das eine Aerox-Welle anscheinend drin ist. Sieht auch, guck mal, wie wenig Platz dazwischen ist. Ja. Es ist auch, glaube ich, aufgespindelt. Ja, ist auch. Das ist krass. Jetzt also wird eine Spothure und einzigartig. So, wir machen jetzt. Wir werden jetzt alles sauber machen, genau. Dann geht's ready. So durch. Ja. Ja. Easy. Ey, das kannst du hier keinem erzählen, Mann. So, jetzt schmieren wir noch den Motor mit Dichtmasse ein, ne? Muss auch hier treffen, ne? Ich weiß. Komm schon. Ein Stück. Ja, ja. Jawohl. Nochmal. Scheiß drauf. Eigentlich nicht so geil. Scheiß drauf. Aber, oh, jetzt. Oh, jetzt haben wir zwei rum. Ja. So, jetzt schmieren wir noch den Kolben schön ein, ne, damit das flutscht. Nur das teure Öl haben wir, ne? Zeig mal das Öl bitte. Ja, das kostet 4 Euro bei Action. Oder 5 jetzt sogar, ne? 4,39 Euro. Das ist teurer geworden. Ja. Scheiße. Dann heißt das, das überzeugt mich von Qualität. Ja, ne? Ja. Das heißt ja, wenn es teurer gemacht wird, dass es auf jeden Fall besser ist. Ja. Besser geworden ist. Ja. Ja, nicht von gut. Lassen wir uns nicht lumpen, dann machen wir noch ein bisschen Öl da rein, ne? Ja, ist ja auch gutes Öl, deswegen. Viel hilft viel. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sehr gut. Ui. Ja, geht schneller als beim 66. Ja, tatsächlich, aber. Alter Maus. Hallo, DMC, la 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 la. Mit Öl. Das ist ganz, ganz toll. Mit Öl und Sand. Ja. So, hier hängt auch noch ein bisschen was, ne? Schmeißen wir mal da rein. Ich habe übrigens schon die Schrauben festgemacht vom Kopf. Ach, hast du schon 4 Stück gefunden? Ja, ich habe schon 4 Stück gefunden. Proviant haben wir auch jetzt. Seid ihr bereit oder was? Verstand oder was? Wir haben Funken! Also wir mussten noch eben mal kurz die Zündspule wechseln. Wie wir die umgebaut haben. Wie wir die umgebaut haben. Man sieht den Rest vom Roller, also könnt ihr euch denken, wie wir die umgebaut haben. Also wir haben auch gerade fast 23 Uhr. Mach an. First? Ja. Oh. Warte, haben wir einen Choke drin? Machen wir mal raus, ne? So warm. Oh! Der qualmt!
Wir brauchen Schuss Bremsereiniger. Ne, ich glaube, wir brauchen Schuss Standgas. Ne, der braucht Standgas. Ne. Ja, das reicht. Die hört sich so scheiße an. Hört schon der Träger an. So, kleiner Zwischenstand. Die Booster ist jetzt komplett. Also relativ, ne? Hinterradbremse fehlt jetzt noch. Aber ansonsten, Luftfilter müssen wir noch machen. Aber ansonsten rennt das Ding. Läuft auch relativ gut. Wir haben jetzt 0.21 Uhr. Immer noch geiler Rocks. Ja, ich denke mal, das nächste Video wird dann sein, wie wir die abstimmen oder fahren oder keine Ahnung was. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Sitz auf einer Aerox mit 80, ich fahre schnell, das ist Absicht. Und wenn mein Kennzeichen abbricht, dann ist das nichts mehr mit Haftpflicht. Guck in die Ferne, sehe Cops, breiter Lenker wie The Rock.